Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch die Quest Entfesselte Gerechtigkeit. Die könnt ihr annehmen, nachdem ihr die Quest Bändigung des Heiligen Feuers abgegeben habt. Dann ploppt diese Quest hier auf. Im Gebiet Borianische Tundra, Kaltara, müsste um der Nexus herum sein. Jetzt ist die Quest schon automatisch angenommen. Nun darf ich zu diesen Saugnadeln fliegen. Hier ein paar Mobs töten. Und hier darf ich diese fokussierte Leere mit der rechten Maustaste anklicken. Aber anscheinend muss ich erst die Mobs hier töten. Nun kann ich es problemlos anklicken. Und dann wird diese Saugnadel da oben zerstört. Das muss ich jetzt insgesamt dreimal machen. Also jetzt noch zweimal. Hier töte ich jetzt zwei Mobs von Haus aus. Versuche jetzt dann die fokussierte Leere anzuklicken mit der rechten Maustaste und es klappt. Man muss also zwei Mobs töten, dann kann man es problemlos machen. Mache auch die Map auf. Die zweite, die ich deaktiviert habe, befand sich hier. Die Saugnadeln sind aber auch problemlos auf der Minimap zu erkennen. Und die sieht man auch so. So. Kann euch dennoch die Map einmal aufmachen mit den Koordinaten. Dann darf ich wieder die fokussierte Leere mit der rechten Maustaste anklicken. Nun darf ich die Quest abgeben bei der letzten Saugnadel, die ich zerstört habe. Da ploppt dieses Fenster auf und dann darf ich die Quest abgeben. Bei mir war es halt an dieser Position. Ihr könnt natürlich woanders sein, entweder hier in dem Gebiet oder hier oben, glaube ich, ist die andere. Hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao!